Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Vor einiger Zeit habe ich Ihnen gezeigt, was in der Geschenkbox von Mapphai alles an Mappen drin steckt und habe da so ein Unboxing-Video aufgenommen und hatte Ihnen versprochen, nochmal mich mit der Methode ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und Ihnen das vorzustellen. Bevor ich das aber mache, möchte ich eine wesentliche Frage auch nochmal klären. Und zwar, warum müssen wir uns eigentlich mit Mappen und sowas beschäftigen? Haben wir denn nicht das papierlose Büro? Beziehungsweise, das ist doch das Ziel. Also die Frage ist, warum noch Papierablage großartig organisieren, wenn doch das papierlose Büro kommt? Ja, also, große Frage, warum sich überhaupt mit verschiedenen Arten von Mappen, Hängemappen oder eben auch diesen Mapphai-Boxen und Mappen beschäftigen, wenn doch eigentlich das papierlose Büro angestrebt ist. Ja, die Frage, die sich erstmal stellt, ist, wie weit sind Sie denn eigentlich schon auf dem Weg dahin, ein papierloses Büro zu haben? Ich denke mal, ein kleiner Test wäre, stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt durch die Flure gehen und überall die Drucker abbauen. Ja, denn papierloses Büro, also was ich auch häufig höre in meinen Trainings ist, ah, Frau Kranz, Sie müssen uns gar nichts erzählen zu Mappen und sowas. Papier haben wir ja kaum noch, ne? Also wollen wir uns gar nicht mit beschäftigen. Beschäftigen uns doch ausschließlich mit der elektronischen Ablage und die Bearbeitung der elektronischen Vorgänge. Ja, und dann, wenn ich zu den Arbeitsplätzen komme, zu den Mitarbeitern und sie an einem Arbeitsplatz besuche, dann finde ich es interessant, wie viel Papier ich dort finde, obwohl mir vorher gesagt wurde, Papier haben wir gar nicht mehr. So, jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden durch die Flure gehen und wirklich mal alle Drucker abbauen, ja, weil papierloses Büro heißt, wir brauchen ja keine Drucker mehr, ne? Wozu? Was wäre das für ein Aufschrei? Oder würden dann alle ganz cool sagen, ja, hast eigentlich recht, brauchen wir überhaupt nicht mehr. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal gedruckt? Puh, kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ne? Ist doch nicht so. Also, tatsächlich ist es doch so, klar, man bekommt nicht mehr so viel Papiereingangspost. Ja, das weiß ich auch. Ne? Aber nur dadurch, dass wir ganz viele E-Mails bekommen und da letztendlich alles elektronisch ist und auch ganz viele Dateien uns zumailen und auch alle irgendwie auf diese Dateien Zugriff haben, heißt ja nicht, dass wir ein papierloses Büro haben, oder? So, das heißt, es gibt immer noch Papier. Und das sieht man auch an folgendem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt einen komplizierten Fall, also es gibt einen Kunden, Sie stellen irgendwie Maschinen oder sowas her. Der Kunde hat etwas bei Ihnen bestellt und das war jetzt nicht nur einfach aus dem Katalog, Produkt 0815, nein, das war jetzt schon so ein spezieller Bedarf, den er hatte, auf den sind Sie natürlich eingegangen als Dienstleister und Spezialist natürlich. So, es gab halt den Vertriebsmitarbeiter, der hat das alles mit dem Kunden geklärt, die Konstruktionsabteilung hat das dann auch alles wunderbar konstruiert, da wurde das gebaut, es wurde vom Servicetechniker installiert, der Kunde ist unzufrieden. Läuft nicht so, wie er das haben wollte. Irgendwie passt das alles nicht. Jetzt gibt es eine große Besprechungsrunde. Ne? Jetzt werden alle Abteilungen zusammen an einem Tisch und es wird dieser Fall besprochen und besprochen. Was können wir jetzt tun, damit der Kunde zufriedengestellt wird? Und stellen Sie sich mal vor, so Geschäftsführung nimmt natürlich teil, wichtiger Kunde. Ne? So. Da sitzen jetzt 20 Leute. Keiner hat Papier unterm Arm. Kein Blatt Papier. Und Sie als Projektleiter für das Ganze oder Hauptverantwortliche für den Kunden sagen, naja, ist doch alles klar, die Dokumente stehen ja jedem zur Verfügung, jeder konnte ja alle Informationen lesen. Jetzt lassen Sie uns mal darüber sprechen, was wir jetzt als nächstes tun, um den Kunden wieder zufriedenzustellen. Wenn Sie sagen, ja genau, so läuft das bei uns, Frau Kranz, kein Problem, sollten wir doch irgendwie mal in das eine oder andere Dokument noch reinschauen wollen, starten wir den Beamer, öffnen dann diese ganzen Dateien, klicken da immer zwischen den Fenstern hin und her und haben dann da ja einen Überblick und schauen nochmal in die Details rein. Wenn Sie aber sagen, stimmt,
So laufen bei uns keine Besprechungen ab. Ja, es wäre eher so, dass wenn Sie als Abteilungsleiter oder Geschäftsführung oder sowas sagen, wir haben jetzt hier mal ein Gespräch und Sie sehen, Ihr Mitarbeiter kommt ohne Papier unterm Arm an und sagt, naja, die Informationen haben Sie ja schon längst lesen können, dann, und das fühlt sich komisch für Sie an, dann merken Sie, Sie sind noch nicht so weit. Das papierlose Büro ist bei Ihnen noch nicht Realität. Wenn Sie aber denken, ah, da kommt ein Mitarbeiter und er hat einen Ordner unterm Arm und da sieht man, der ist so Register, ne? Und Sie denken dann, Mensch, das ist ja ein gut organisierter Mitarbeiter, der hat sich jetzt aber gut auf unser Gespräch vorbereitet, dann wissen Sie, das papierlose Büro ist noch in weiter Ferne. Ja, die Frage ist ja auch immer, warum wollen wir überhaupt ein papierloses Büro? Häufig ist es ja doch so, irgendwo funktioniert was nicht. Der Mitarbeiter hat nicht so einfach Zugriff auf alle Informationen, zum Beispiel Vertrieb, one face to the customer, Customer ruft an, hat eine Frage zu einem Angebot oder zu einem laufenden Projekt. Der Vertriebsmitarbeiter muss jetzt sofort auskunftsfähig sein, weiß aber gar nicht, wie denn nun der Stand der Dinge ist. Um dieses Problem zu lösen, heißt es dann häufig, wir brauchen die elektronische Akte. Und die Frage ist gar nicht, ob das technisch möglich wäre. Natürlich ist das technisch möglich, schon seit Jahrzehnten. Ist überhaupt kein Problem. Wir in Hannover haben ja die CeBIT jedes Jahr. Sonst war sie immer im März, dieses Jahr ist sie mal im Juni. Gehen Sie dahin, schauen sich das an. Ich glaube, es gibt eine ganze Halle nur zu dem Thema Dokumentenmanagement und elektronisches Archiv. Können sich angucken, was die Software können. Die können alles. Ja? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wenn Sie schlechte Prozesse haben, ineffiziente Prozesse und Sie digitalisieren diese, dann werden die Prozesse nicht besser. Sie werden nur schneller. Ja? Und dadurch werden sie noch nicht besser. Wenn ein schlechter Prozess jetzt in Sekunden schneller abläuft, dann ist er noch nicht effizienter dadurch. Ja? Das heißt, es gibt natürlich einen Schritt davor und der Schritt davor wäre, schaffen Sie erstmal effiziente Prozesse. Und das können Sie auch im Papier oder mit den jetzigen Möglichkeiten, die Sie im Dateilaufwerk haben. Ja? Oder mit Ihren E-Mails und so weiter. Also es gibt jetzt schon sehr viele Möglichkeiten, effizienter zu arbeiten und eben auch zum Beispiel einen Vertriebsmitarbeiter in die Lage zu versetzen, den aktuellen Stand der Dinge sofort im Griff zu haben. Dass der wirklich sagt, okay, lieber Kunde, ich weiß, du rufst jetzt wegen dem Angebot an, kein Problem, habe ich vorliegen, weiß, wovon du sprichst. Ja? Das kann man auch jetzt schon. In Papier. Ja? Das können Sie jetzt schon realisieren. Und je strukturierter und besser organisiert Sie jetzt schon sind, desto einfacher wird es nachher, eine elektronische Akte einzuführen. Denn dann gucken Sie sich nämlich im besten Fall die Prozesse an und schauen, wie können wir das jetzt digitalisieren? Wie können Sie das jetzt elektronisch darstellen? Und wenn Sie leider schlechte Prozesse haben, dann werden Sie spätestens bei der Einführung einer elektronischen Akte feststellen, wir müssen erstmal die Prozesse organisieren und dann werden Sie feststellen, da hat zwar vielleicht jetzt Ihr Chef schon gesagt, ja, ja, elektronische Akte kommt, ne? Das hat er vielleicht vor einem oder zwei Jahren auch schon gesagt, aber Sie haben so das Gefühl, wie er es jetzt so sagt, also dass es jetzt wirklich auch bald kommt. Ja? Und dann kann ich hier jetzt schon sagen, das wird aber noch 2 Jahre dauern, mindestens, denn eine elektronische Akte, ein Dokumentenmanagementsystem führt man nicht mal ebenso ein. Ja? Und da wird dann der Projektleiter auf Sie zukommen, wenn es soweit ist, und wird sagen, so, jetzt zeigen Sie mir doch mal, wie sind Sie denn bisher organisiert und strukturiert? Und wenn Sie sagen, ja, jeder macht so anders, ne? Dann wird der Projektleiter sagen, ja, das ist ja schön, aber mit einer elektronischen Akte werden es alle gleich machen müssen. Da höre ich schon den ersten Aufschrei, ne? Na, das geht ja nicht, ne? Ich alles gleich schalten, na, wir sind ja hier nicht bei der Behörde, ne? Wir müssen das schon individuell und so, ne? Also so geht es ja nun nicht. Und wenn der Projektleiter Sie fragt, was haben Sie denn so für Dokumententypen? Und Sie dann sagen,
ja, was habe ich denn eigentlich so? Lassen Sie mich mal drüber nachdenken. Also ich habe da Angebote, ja. Was habe ich noch? Dann wird der Projektleiter schon sich ein Vermerk machen und sagen, okay, da muss man noch ein paar Mal kommen. Das ist jetzt hier nicht so einfach zu klären. Wenn Sie aber sagen, wie ich strukturiert bin, was ich hier für Dokumente habe, kein Problem. Schauen Sie, ne, wie die Reiter bei mir beschriftet sind in meinen Hängemappen oder anderen Mappen. Da sehen Sie, welche Dokumente ich habe. Dann wird der Projektleiter sagen, top organisiert. Jetzt weiß ich auch, wie ich hier das Dokumentenmanagementsystem anführen muss. Denn letztendlich wird dieselbe Organisation abgebildet. In diesem Dokumentenmanagementsystem geht es um dieselbe Art von Dokumenten, die Sie haben. Es geht um dieselbe Bezeichnung. Und dann wird es aber eine einheitliche Bezeichnung geben. Und wenn Sie bisher in Ihrer Abteilung nicht eine einheitliche Bezeichnung haben, dann werden Sie noch sehr viel vorab tun müssen. Und es schadet doch nicht, es jetzt schon zu tun, solange wir noch mit Papier arbeiten. Dann können Sie jetzt schon davon profitieren, dass es solche Standardisierungen gibt und dass Sie weniger die Informationen suchen müssen. Einfaches Beispiel, was meine ich mit Standardisierung? Der eine nennt es Quittung, der andere nennt es Rechnung. Ja? Wenn Sie es mal unter Quittung, mal unter Rechnung ablegen, werden die Kollegen untereinander nicht die Informationen finden können. Und das ist genauso auf dem Dateilaufwerk jetzt schon. Wenn Sie Dateien nicht einheitlich benennen, dann die Suche starten, dann werden Sie nicht die Informationen finden, die Sie gerne hätten. Ja? Und genauso ist es letztendlich auch mit diesen ganzen Konventionen, wie benennen wir eigentlich unsere Kunden, Lieferanten und so weiter. Ja? Auch wieder Beispiel hier aus der Region. Durch den Dieselskandal ist ja eine Firma in Hildesheim, die diese Software programmiert hat, sehr in die Presse gekommen. Wie heißt diese Firma? Wir sagen alle Bosch. Sie heißt aber tatsächlich Robert Bosch GmbH. Das heißt, sie müsste eigentlich unter R wie Robert zu finden sein, aber alle sagen, würden natürlich unter B wie Bosch suchen. So. Und solange sie sowas nicht vereinheitlicht haben, ja, und sich darüber geeinigt haben, wie wollen wir denn hier eigentlich unsere Dokumente benennen, wie benennen wir unsere Kunden, unsere Lieferanten, gehen wir nach Kundennummern, nach Lieferantennummern, ist das so das Ordnungskriterium, das wir haben? Oder ist es der Kundenname, der Lieferantenname? Und wenn wir den Namen haben, wie schreiben wir den eigentlich? Ja? Was steht an erster Stelle? Wenn Sie sich darüber nicht einig sind, dann sind Sie jetzt schon ineffizient in Ihrer Ablage und in Ihren Prozessen und suchen nach Informationen. Und Sie werden spätestens bei der Einführung der elektronischen Akte sich genau diese Frage stellen müssen. Also nochmal die Frage, warum müssen wir uns mit Papierorganisationen beschäftigen, wenn es doch das papierlose Büro gibt? Die Erfahrung zeigt, Sie haben noch kein papierloses Büro, Sie haben Papier und es macht Sinn, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, das ordentlich zu organisieren und zu strukturieren und die Prozesse zu verschlanken, denn dann profitieren Sie jetzt schon. Sie können innerhalb von 2-3 Monaten da wirklich spürbare Effekte haben. Und wenn dann irgendwann mal so in 2-3 Jahren so ein Dokumentenmanagementsystem vielleicht eingeführt wird, sind Sie ganz entspannt und sagen, ja, gut, dann ist das Gleiche nochmal elektronisch. Aber ist ja kein Problem. Ja? Also, Papierablage ordentlich strukturieren, organisieren. Und dann läuft es auch jetzt schon richtig. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Produktivität im Büro. Dazu einfach.